Wir befinden uns hier im zweiten Stock des Hauptgebäudes der Universität Graz, in dem sich die Räumlichkeiten der archäologischen Sammlung der Universität befinden. Diese Räume hier sind extra für die Sammlung gebaut worden, die bei der Einweihung dieses Gebäudes 1894 schon bestanden hat. Gegründet wurde sie bereits 1865 von einem Konsortium von Professoren, das unter der Leitung des klassischen Philologen Schenkel auch bereits 1865 war die Sammlung öffentlich zugänglich schon. Die war in der alten Jesuitenuniversität in Graz am Freiheitsplatz und ist dann hierher in die extra dafür vorbereiteten Räume übersiedelt. Die Räume haben ursprünglich etwas anders ausgesehen. Die blaue Wand war etwas gelblich. Die Fensterachsen waren mit Holzplatten zugestellt und die Gipse waren mehr entlang der Wände aufgestellt und nicht so eher frei im Raum, wie sie heute verteilt sind. Die Gipssammlung hat sich im Laufe der Zeit beträchtlich erweitert. Ursprünglich waren es nur ganz wenige Statuen, die man eher aus Schenkungen zum Beginn übernommen hat. Dann gab es aber doch immer wieder, vor allem bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges, Dotationen und die Professoren damals haben also da auf dem Markt, vor allem in der Gipsformerei Berlin und auch in der einschlägigen Abteilung des Louvre, sehr stark eingekauft und da also das in die Sammlung gebracht, was damals up to date war, was man haben musste. Also diese Gipssammlungen waren ja gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hatten ja in ganz Europa, vor allem also England, Deutschland, Frankreich, einen großen Aufschwung zu verzeichnen. Im Gründungsschriftverkehr steht drinnen, dass die Sammlung zur realienkundlichen Unterstützung des altsprachlichen Unterrichts dienen soll und das ist auch noch immer einer der Hauptzwecke, die die Sammlung heute erfüllt. Sie dient also sehr wohl in der Ausbildung, nicht nur die Gipse, sondern auch die zugehörige Originalsammlung, wo es nicht nur also schöne, ganz erhaltene Stücke in ein paar Vitrinen gibt, die auch zu Ausbildungszwecken, aber auch zu Forschungszwecken herangezogen werden, sondern auch eine gut sortierte Lehrsammlung in Ladenkästen, anhand derer also immer wieder Lehrveranstaltungen abgehalten werden, weil es also nichts Wichtigeres für den angehenden Archäologen, die angehende Archäologin gibt, als sich hands-on mit originalen Stücken zu beschäftigen. Die weitere Anwendungsbereiche heute sind einmal vom Raum her natürlich gibt es hier Arbeitstische herinnen, weil einfach der Personalstand des Instituts inzwischen viel größer geworden ist. Die Sammlung ist aber auch öffentlich zugänglich zu den Öffnungszeiten des Instituts. Man muss sich nur voranmelden und kann dann entweder mit oder ohne Führung die Sammlung besuchen. Ein weiterer Zweck ist, dass die Sammlung sehr wohl auch im Leihverkehr ihren Platz hat. Es gibt immer wieder Anfragen, die wir also durchaus positiv bescheiden. Das heißt, die Gipse kommen auch durchaus in anderen Museen herum. Der neueste Impetus in Bezug auf das Museum besteht aus einer Kooperation mit den digitalen Geisteswissenschaften. Das Museum soll auch mit seiner Gipssammlung als virtuelles Museum präsentiert werden. Wir sind für sämtliche Zusammenarbeit da natürlich sehr gerne offen und stellen die Objekte dieses Museums natürlich auch zur Verfügung, was für wissenschaftliche Zwecke oder für solche Präsentationszwecke. Wir sind sehr dankbar, dass die Leute dort sozusagen unser Museum sich als digitale Spielwiese auserkoren haben, weil das dazu führen wird, dass das Projekt eines virtuellen Museums, wie es ja schon relativ lang auf den Fahnen der Universität steht, vielleicht in naher Zukunft verwirklicht werden kann. This project is part of DITA, which deals with the digital transformation of the universities and is funded by the Austrian Ministry for Research. The Virtual Gips Museum is a work package within this, in which we are realizing a portal so that you will be able to visit this collection from your own home. The Centrum for Information Modellierung is responsible for creating this digital portal in which we will present all the statues enriched with metadata
so that you will be able to search for one of them, looking by period or by region, and their 3D reproductions. This means 3D models that we are obtaining using a technique called photogrammetry and combining it with a 3D scan of these spaces. The final aim of this project is to create a virtual portal within the repository GAMS, in which you will be able to explore the Gibbs Museum, see all the statues in some of them as 3D models, and gain further information on them. We are currently working on developing this portal, and I hope you will be able to visit it soon. Thank you.